Die Zeit der Wölfe ist angebrochen. Das neue Erweiterungsbüchlein für Saga ist dieser Tage erschienen und für mich Grund genug, mal wieder ein Video zu machen und euch dieses Buch mal vorzustellen. Mit 1990 schlägt das Ganze zugute und insgesamt 35 Seiten Content. Das klingt erstmal natürlich happig vom Preis her, aber entscheidend ist natürlich der Inhalt und genau den schauen wir uns jetzt mal an. Wie sich sicherlich schon herumgesprochen hat, Zeit der Wölfe ist ein Kampagnenbuch und wir blättern das jetzt einfach mal durch. Und ich versuche nicht zu sehr ins Detail zu gehen, was die Kampagnenregeln angeht, aber ich will euch zumindest grob vermitteln, wie so eine Kampagne funktioniert und was der Inhalt dieses Buches ist. Inhalt des Buches, da haben wir gleich die richtige Seite aufgeschlagen. Hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Das erste Kapitel ist die Vorbereitung einer Kampagne. Das zweite ist das Ausfüllen des Armeebogens. Dann werden die Kampagnenregeln, also der Ablauf der Kampagne erklärt, wie Schlachten auszuführen sind, beziehungsweise welche Szenarien gespielt werden. Und dann gibt es noch ab Seite 25 neue Szenarien, die auch außerhalb der Kampagne gespielt werden können. Und da sage ich dann gleich noch was dazu. Generell, die Qualität ist wie gewohnt hoch. Wir haben tolle Fotos dabei. Ein tolles Design, wie wir es von den anderen Büchern auch gewohnt sind. Ja, kommen wir mal zur eigentlichen Kampagne. Die Kampagne wird typischerweise mit vier Punkten gestartet. Das heißt, es ist durchaus anfängerfreundlich, also wenn man gerade mit Saga gestartet hat in der Spielgruppe und hat seine ersten vier Punkte bereit, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, so eine Kampagne zu spielen, um dann im Lauf der Kampagne auch neue Modelle zu bemalen, denn die Armee, die man während der Kampagne spielt, wächst durchaus und zwar auf bis zu 12 Punkte an. So steht es hier zumindest geschrieben. Und während der Kampagne wird durchaus auch das klassische Punkte Verhältnis ein wenig gebrochen, da nämlich innerhalb der Trupps Modelle sterben können und auch Modelle dazukommen. Das heißt, ich habe bei vier Punkten nicht zum Beispiel automatisch 4x8 Krieger, sondern das können eben auch mal Kriegertrupps sein, die 10 Modelle haben oder 7, weil sie eben reduziert wurden. Und das heißt, da ist sehr viel Bewegung drin und es gibt auch Mechanismen, das ein wenig auszugleichen bei einem Ungleichgewicht zwischen Spielern. So, schauen wir uns mal an, was wir hier brauchen, um so eine Kampagne zu spielen, beziehungsweise welche Regeln uns während der Kampagne begleiten. Und alles, was während der Kampagne passiert, wird auf einem Armeebogen festgehalten. Der ist hier hinten im Buch zu sehen und den gibt es auch zum Download auf der Stronghold-Webseite. Und anhand dessen kann man schon ein bisschen erklären, wie die Kampagne funktioniert. Zunächst mal natürlich muss ich mich für ein Volk entscheiden. Ich muss den Namen des Kriegsherrn festlegen. Es gibt einen Beweggrund, für den der Kriegsherr kämpft. Das sage ich gleich nochmal was dazu. Es gibt Eigenheiten und Sonderregeln. Das sind im Prinzip sind es beides Zusatzregeln, die ein Kriegsherr haben kann, die negative oder positive Auswirkungen haben können, sowohl im Saga-Spiel selbst, also in der Schlacht, als auch für die Kampagne. Kampagnen-Siegpunkte sind der Indikator für den Erfolg innerhalb der Kampagne und letztendlich dafür ausschlaggebend, wer die Kampagne gewinnt. Generell gibt es dann drei, ich nenne es jetzt mal Ressourcen, und zwar Land, Reichtum und Ruhm. Macht ist eher ein Indikator für die Gesamtheit von, also es wird im Prinzip zusammengerechnet, Land, Reichtum und Ruhm plus die Anzahl der Einheiten. Das ist der Machtwert, den der Kriegsherr aktuell hat.
Und man braucht auch einen bestimmten Machtwert, um überhaupt die Kampagne gewinnen zu können. Kampagne ist für 6 Spielzüge ausgelegt und hier im Armeebogen kann ich eben dann festlegen, welche Aktionen ich in welchem Spielzug mache. Dazu auch gleich mehr. Und hier sehen wir dann auch der Beweggründe. Gibt es eben 3 Stück, die sich auf die 3 Ressourcen Land, Reichtum und Ruhm beziehen. Einmal ist eben der Beweggrund des Kriegsherrn, möglichst viel Land zu erobern. Der zweite Beweggrund ist, möglichst viel Geld anzuhäufen. Und der dritte ist, möglichst viel Ruhm anzuhäufen. Eine andere Sache ist, dass man sich entscheiden soll zwischen Ost oder West, was im Prinzip einfach bedingt, welche Armeen bei der Kampagne mitmachen können, um da ein einigermaßen stimmiges Bild zwischen den Gegnern zu haben. Also es gibt dann zum Beispiel keine Steppennomaden im Westen. Westen sind dann eben eher Angelsachsen, Anglodänen, Schotten und so weiter, also Britannien und Westeuropa. Das Ganze ist für Dark Age konzipiert, das heißt, hier sind nicht die Völker aus dem Kreuzfahrerbuch vorgesehen. Nachdem ich nun für meinen Kriegsherr einen Beweggrund entweder ausgesucht habe oder zufällig ermittelt habe, also ist er eher auf Landsuche oder Goldsuche oder auf Ruhm aus, ermittle ich noch 2 Eigenheiten für meinen Kriegsherrn. Das sind kleine Sonderregeln, die entweder Einfluss auf die Kampagne selbst haben oder auf Saga-Partien. Zum Beispiel Goldschatz, mein Kriegsherr beginnt mit mehr Reichtum. Oder, was hätten wir hier noch? Kampflustig, der Kriegsherr darf nie 2 Kampagnenzüge hintereinander Verteidigung wählen. Was das bedeutet, erkläre ich natürlich auch gleich. Er muss also im Prinzip auch regelmäßig Gegner angreifen. Oder hier ein Beispiel, kampfstark. In der Schlacht hat der Kriegsherr 6 statt 5 Würfel. Er kann als Vorkämpfer für das Szenario Haselzweige gewählt werden. Der Himmel möge seinen Gegnern beistehen. Dann. Das heißt, hier gibt es eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die sowohl Vorteile als auch kleine Nachteile in irgendeiner Form bringen können. Abgesehen davon gibt es dann auch noch eine Sonderregel, die ein Kriegsherr haben kann und die sich im Prinzip ähnlich verhält. Einige dieser Regeln kennt man schon als Sonderregeln von Helden des Wikingerzeitalters. Das heißt, hier gibt es eben auch Sonderregeln, die das Spiel oder die Kampagne beeinflussen können. Beispiel, der Große, solange der Kriegsherr sich auf dem Spielfeld befindet, kann seine Armee statt maximal 6 Würfeln bis zu 7 Würfel generieren, ist im Prinzip die Sonderregel vom Priester, vom religiösen Berater. Ja, und nachdem das alles geschehen ist, erhält jeder noch ein Land, Reichtum und Ruhm für den Spielbeginn. Im Prinzip ein paar Startressourcen. Der Machtwert wird zu Spielbeginn ermittelt. Und dann kann es auch schon losgehen. Wenn die Kampagne jetzt losgeht, dann habe ich eben in jedem Kampagnenzug, und davon sind 6 eben angedacht, eine Auswahl von Aktionen, die ich durchführen kann, beziehungsweise die jeder Spieler entscheidet zu Beginn der Runde. Das sind Überfall, Feldzug und Verteidigung. Bei Überfall und Feldzug wähle ich ein Ziel, das heißt einen anderen Spieler, gegen den sich die Aktion richtet. Bei Verteidigung tue ich das nicht, das heißt, ich warte im Prinzip nur, wer mich da angreift. Es kann auch sein, dass ich gar nicht Ziel eines Angriffs bin und dann würde ich auch in dieser Runde gar kein Spiel machen. Bei einem Überfall erhält man für
Siege in einer Überfallschlacht Reichtumspunkte. Bei einem Feldzug erhält man Landespunkte und bei einer Verteidigungsschlacht Ruhmespunkte. Sofern man gewinnt. Abhängig davon, welcher Spieler was gegen wen gewählt hat, gibt es dann hier eine Tabelle. Zum Beispiel, wenn ich Überfall gewählt habe und mein Gegner hat Verteidigung gewählt, würde ein Überfallszenario gespielt werden. Ich ermittle dann zufällig aus diesen drei Szenarien, welches ich gegen meinen Spieler spiele. Und das wird eben mit Sagewürfeln gemacht. Das heißt, es gibt auch hier eine Gewichtung in der Wahrscheinlichkeit, welches Szenario denn gespielt wird. Und da gibt es eben dann die verschiedenen Szenarien. Invasionsszenario, Hinterhaltsszenario, Begegnungsszenario, Schlachtenszenario. Das heißt, hier werden ganz unterschiedliche Szenarien dann unter Umständen gespielt. Man kann sich das auch nicht aussuchen. Und hier sind dann auch Szenarien genannt, die nur in diesem Buch vorkommen. Es gibt generell auch Bündnisse in der Kampagne. Das heißt, ich kann innerhalb einer Runde ein Bündnis mit einem anderen Spieler eingehen. Sinnvollerweise macht man das, um sich zum Beispiel gegen einen sehr, sehr starken Spieler zu verbünden. Ich habe es eingangs erwähnt, dass Armeen durchaus an Größe wachsen können. Und dann kann es natürlich passieren, dass ein Spieler die Oberhand gewinnt und sehr, sehr viel stärker ist als die anderen. Um so etwas auszugleichen, gibt es generell die Möglichkeit, Söldner anzuheuern, die dann für mich kämpfen, um praktisch die Punktzahl auszugleichen, die mein Gegner hat. Das kostet mich aber wiederum Reichtum. Mit einem Bündnis ist es so, dass ich Einheiten von meinem Bündnispartner bekommen kann und die dann tatsächlich lustigerweise auch mit ihrem eigenen Battleboard kämpfen. Das heißt, die generieren ihre Würfel für ihr Battleboard und aktivieren dann auch über dieses Battleboard bzw. können auch Fähigkeiten von diesem Battleboard nutzen. Lustige Idee auf jeden Fall und sorgt eben dann innerhalb der Kampagne auch eventuell für einen Ausgleich zwischen unterschiedlich spielstarken Spielern. So, hier gibt es nochmal was über die Schlachten, Söldner anheuern und so weiter, wie der Schlachtablauf ist. Und nach der Schlacht gibt es dann eben eine Nachbereitung. Das habe ich auch eingangs erwähnt. Es kann eben passieren, dass der Kriegsherr erschlagen wird, natürlich. Da wird dann ermittelt, was passiert, unterschiedlich bzw. abhängig davon, ob er gewonnen oder verloren hat, steigt eben, also bei einer verlorenen Schlacht kann es eben sein, dass der Kriegsherr stirbt. Bei einem Sieg ist das nicht so, aber er kann eben eine Verwundung davon tragen. Einheiten verlieren dann auch Modelle. Werde ich jetzt im Detail auch gar nicht so genau darauf eingehen. Und dann gibt es natürlich noch Siegpunkte zu verteilen, abhängig davon, welche Aktion man gewählt hat und ob man die Schlacht gewonnen hat oder nicht. Und im Anschluss daran gibt es noch ein Schicksal, nennt sich das. Das sind im Prinzip zufällige Kampagnenereignisse, die passieren können. Die sind ganz unterschiedlicher Natur und können sowohl positiv als auch negativ sein, bringen also nochmal so eine erzählerische Komponente ins Spiel und sind ein bisschen unvorhersehbar. Ja, schlechte Ernte zum Beispiel, der Kriegsherr verliert Reichtum, es gibt einen Aufstand etc. etc. Oder Krieger dürfen sich zu Veteranen aufwerten, solche Dinge gibt es dann. Was dann gibt es hier, was passiert beim Tod eines Kriegsherrn? Was mache ich mit meinen Ressourcen? Ich kann zum Beispiel Land kaufen, ich kann Söldner anheuern. Und ein sehr wichtiger Mechanismus ist das Danegeld. Das dient hier dazu, um praktisch Spiele
die ich nicht spielen kann innerhalb der Kampagne oder nicht spielen will, dadurch ausfallen zu lassen, dass ich Geld bezahle, also meinen Reichtum minimiere. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Mechanismus, denn die allermeisten Kampagnen und viele von euch können es mit Sicherheit bestätigen, die schon länger im Tabletop-Hobby sind und schon mal eine Kampagne gespielt haben. Die meisten Kampagnen scheitern daran, dass Spiele nicht gemacht werden. Also sprich, der schlimmste Fall ist eben, wenn es Pflichtspiele gibt, die ausgeführt werden müssen, und diese dann einfach nicht stattfinden, weil die Leute keine Zeit haben, das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen oder sie haben keine Lust. Und da, je mehr Leute daran beteiligt sind, umso schneller stirbt eine Kampagne dann genau daran. Und das Dahnegeld ist eben eine schöne Möglichkeit, dann Spiele auch ausfallen zu lassen. Natürlich birgt es auch hier das Risiko, dass der Spieler dann letztendlich vielleicht irgendwann überhaupt kein Reichtum mehr hat. Oder dadurch, dass er vielleicht drei Spiele hintereinander bezahlt, dann so ins Hintertreffen gerät, was die Punkte und Reichtum und so weiter angeht, dass es für ihn auch keinen Sinn mehr macht, an der Kampagne teilzunehmen. Aber generell ist natürlich auch das Ziel der Kampagne zu spielen. Von daher, wenn jemand in so hohem Maße seine Spiele nicht wahrnehmen kann, ist natürlich auch fragwürdig, warum er überhaupt die Kampagne spielen will. So, dann wird natürlich der Armeebogen wieder aktualisiert. Was hat sich an der Einheitengröße geändert? Gibt es vielleicht neue Einheiten? Werden Einheiten zusammengelegt? Etc. etc. Und letztendlich dann am Schluss, nach 6 Runden, wird ermittelt, wer die Kampagne gewonnen hat, wer hat das größte Reich, wer hat die größten Schätze angehäuft, wer ist der Ruhmreichste. Dafür gibt es immer noch Bonuspunkte. Und wer dann mindestens 15 Machtpunkte oder mehr hat, darf den Kampagnensieg für sich beanspruchen, sofern er die meisten Kampagnensiegespunkte hat. So viel zur Kampagnenmechanik. Hier gibt es dann jetzt noch Szenarien, 5 Stück an der Zahl. Und ich muss sagen, diese Szenarien sind wirklich großartig. Die lesen sich absolut brillant zu spielen. Namentlich sind das hier der Hinterhalt am Waldpfad, Plündern und Brandschatzen, die Zuflucht. Hier braucht man eine Wehranlage, also eine Befestigung, der Kundschafter und die Haselzweige. Szenarien werde ich jetzt nicht näher erläutern. Nur so viel, also beim Durchlesen, ich habe noch keins bisher gespielt, beim Durchlesen finde ich sie alle großartig, auf jeden Fall. Und es sind auch großartige Szenarien, denke ich, um vielleicht mal auf einem Turnier gespielt zu werden. Im Schnitt auf jeden Fall finde ich die Szenarien besser als zum Beispiel in Ära der Kreuzzüge. Und allein für diese 5 Szenarien ist das Heft schon auf jeden Fall Gold wert. Wirklich coole Szenarien und ich freue mich auch wirklich schon drauf, die zu spielen. Im Anschluss gibt es nochmal ein sehr ausführliches Beispiel über einen Kampagnenzug, um nochmal zu, beziehungsweise über 2 Kampagnenzüge, um nochmal zu verdeutlichen, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall gut, um nochmal Klarheit da reinzubringen. Und das war es schon. So, für wen ist Zeit der Wölfe was? Ich denke, wenn ihr eine Spielgruppe habt mit 3 bis 6 Leuten oder irgendwas in der Größe und wirklich regelmäßig Saga spielt, ist das auf jeden Fall ein Must-Have für euch. Also ihr müsst natürlich auch nicht jeder dieses Buch kaufen. Das reicht ja, wenn ihr das zusammenkauft. Und dann ist natürlich der Preis auch absolut lachhaft, wenn man sich das zusammen besorgt. Den Armeebogen kann man eh kopieren oder sich runterladen. Und dann habt ihr hier auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, eine Kampagne zu spielen, gerade wenn ihr Leute dabei habt,
die vielleicht neu in Saga dazugekommen sind, die jetzt gerade irgendwie an ihrer Vier-Punkte-Armee basteln oder die gerade fertig bekommen haben, ist es auf jeden Fall eine coole Sache, weil so eine Kampagne bzw. Spiele, die man ausmacht im Allgemeinen, sind ein super Motivator, Truppen zu bemalen, neue Truppen zu kaufen und einfach Spaß zu haben an dem Aufbau von so einer Armee. Dafür ist die Kampagne, denke ich, super gut geeignet. Allgemein finde ich die Kampagnenregeln auf jeden Fall brauchbar. Es gibt jetzt hier keine Landkarte oder etwas Ähnliches, aber ich habe es schon erwähnt, Danegeld finde ich auf jeden Fall einen super Mechanismus, den jede Kampagne haben sollte, weil es einfach gang und gäbe ist, dass nicht regelmäßig jedes Spiel ausgespielt wird. Das wird, prognostiziere ich mal, in fast jeder Kampagne der Fall sein, dass irgendwelche Leute ihre Pflichtspiele nicht machen können. Das ist auf jeden Fall hier ein guter Mechanismus. Auch die Mechanik, dass stärkere Spieler ausgeglichen werden zu schwächeren Spielern, finde ich eine gute Sache. Einmal über das Bündnissystem, einmal über die Söldner. Insgesamt eine brauchbare Sache, da es auf 6 Kampagnenspielzüge beschränkt ist, auch auf jeden Fall übersichtlich. Das halte ich für eine sehr gute Länge, damit so eine Kampagne funktioniert und auch zu Ende geführt wird. Also lieber spiele ich dann eine Kampagne ein zweites Mal, statt eben vielleicht zu versagen, weil mir die Spieler abspringen, wenn ich die Kampagne zu lange mache. Generell würde ich sagen oder empfehlen, dass man eine Kampagnenrunde vielleicht, also nach Bauchgefühl, würde ich jetzt mal sagen, für 2 bis 3 Wochen ansetzt. Dann haben wirklich alle Spieler genug Zeit, das Spiel zu machen. Aber das hängt natürlich sehr von eurer individuellen Zeit ab, von den Leuten, die da mitmachen, wann da regelmäßig gespielt werden kann. Und dann hat man eben, wenn man das jetzt mit 2 Wochen ansetzt, dann hat man innerhalb von 12 Wochen so eine Kampagne rum, ohne dass da wirklich Stress entsteht, weil man eben pro Kampagnenrunde vielleicht ein, zwei Spiele höchstens macht. Und wenn man merkt, dass die Spiele auch relativ schnell gemacht wurden, dass man sich zum Beispiel an einem Wochenende trifft und dann alle Spiele durchzockt, kann man natürlich auch die Kampagne deutlich schneller durchführen. So, insgesamt würde ich sagen, auf jeden Fall ein gelungener Wurf hier. Szenarien sind, wie gesagt, auf jeden Fall großartig, soweit ich das gesehen habe. Ich hab euch jetzt hier keinen Mist erzählt. Ich habe die Regeln, wie gesagt, bisher auch nur gelesen und noch nicht gespielt. Könnte sein, dass ich das ein oder andere vielleicht falsch wiedergegeben habe. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und lasst mich auch wissen, ob euch das Video gefallen hat, ob es euch weitergeholfen hat. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare hauen. Wir sehen uns demnächst. Danke, ciao.